Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf der Regierung zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes, die Drucksache 16/1815, wurde vom Landtag in seiner 58. Sitzung am 13. Oktober 2021 in erster Lesung angenommen und zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport überwiesen. Die Kommunen erheben Realsteuern wie die Grundsteuer oder die Gewerbesteuer auf der Grundlage von Steuermessbeträgen, die sie in Form von Steuermessbescheiden von den Landesfinanzbehörden in Papierform zur Verfügung gestellt bekommen. Mit der vorliegenden Anpassung wird eine landesgesetzliche Grundlage für die elektronische Übermittlung dieser Steuerdaten geschaffen. Mit der Einführung dieses elektronischen Verfahrens wird zukünftig der Datenaustausch zwischen den Finanzbehörden und den Gemeinden unter Wahrung des Steuergeheimnisses und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben möglich. Der Ausschuss für Inneres und Sport hat den vorliegenden Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 4. November 2021 gelesen und beschlossen, eine Anhörung durchzuführen. Ein Abänderungsantrag der Koalitionsfraktionen regelt, dass das Verfahren, mit dem Daten verschlüsselt werden, dem Stand der Technik zu entsprechen hat. Dieser Antrag wurde im Rahmen der abschließenden Beratung einstimmig angenommen. Der Ausschuss empfiehlt daher dem Plenum einstimmig die Annahme des Gesetzentwurfs Drucksache 16/1815 in zweiter und letzter Lesung. Vielen Dank.